Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pentiment. Ja, die Ereignisse haben sich hier schneller wieder überschlagen als erhofft, würde ich sagen. Also, wir spielen ja nicht mehr Andreas, daran muss ich mich ehrlich gesagt auch noch gewöhnen. Wir spielen hier jetzt die liebe Magdalena und ja. Magdalenas Vater hier, ich glaube Klaus hieß er, wurde angegriffen. Er hatte auch zuvor so einen Zettel vom Strippenzieher bekommen mit Hör auf. Ich denke, es geht um das Wandgemälde. Dafür ist Klaus ja auch verantwortlich. Also wir wollen hier jetzt ein Wandgemälde erstellen, das die Geschichte von Tassing beschreibt. Also wir haben jetzt den Job quasi von unserem Vater Klaus übernommen. Und der erste Schritt ist es, dass wir an Illuminata einen Brief schreiben wollen. Und wir wollen uns da nach Büchern erkundigen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. So, also, wo fange ich an? Papa hat erzählt, dass die letzte Priorin von Kirsau etwas über die alte Geschichte von Tassing wusste. Er sagte, sie sei Äbtissin des Klosters in Bologna geworden. Mutter Illuminata? Oh, Bologna, das ist aber weit weg, ne? Vielleicht haben wir eine Karte. Ne, okay. Dann kann ich euch hier auch nur das Wissen geben, das ich auch hatte. Italien. Wobei, wir haben gleich eine Karte. Dann kann ich das nochmal zeigen, falls euch das interessiert. Ja, in Santa Margherita. Ich sollte ihr schreiben. Oh, übrigens nochmal unnötiges Wissen zu hier verschiedenen Sprachen. Hier seht ihr auch einmal, dass ein bisschen wie Italienisch ausgesprochen wird. Ich glaube, ich hatte das schon mal angesprochen. Hier ist ein G, ein H und ein E. Wenn das H nicht wäre, wäre es Margherita. Das wäre quasi dann dieses Weiche ausgesprochen. Das H hat im Italienischen auch keinen Klang. Also es ist lautlos. So, also es ist wirklich nur zur Angabe, wie was ausgesprochen wird. Da und das sorgt dann dafür, dass es hart ausgesprochen wird. So, das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, aber das ist jetzt hier ein gutes Beispiel. So, also die Margherita, ja, ihr kennt die Pizza Margherita, ihr sagt ja auch nicht Margherita. Daran könnt ihr euch das immer herleiten. Also, wenn ihr mal nicht wisst, wie ihr was aussprechen sollt, achtet auf sowas. So, aber wir wollen ihr jetzt schreiben. Es tut mir leid, wenn dieses, ich sag mal, unnütze Wissen ein bisschen nervt. Dann lasst mich das wissen, dann lasse ich das. Ich quatsche ja mal recht viel noch dazu. So, Mutter Illuminata, Äbtissin von Santa Margherita, vormals Priorin der Abtei Kirsau. Ehemalige Bibliothekarin der Abtei Kirsau. Das klingt, als würden wir sie ein bisschen abwerten, oder? Also herunterstufen von was, weil sie, ich glaube, Priorin ist ja schon höher als Bibliothekarin. Also das würde ich nicht sagen. Also entweder, klar, wir können es hier knapp halten. Aber nicht. Ich würde hier sagen, vormals Priorin der Abtei Kirsau. Äbtissin ist, glaube ich, noch mal höher als Priorin, oder? Oh ja, ich würde das so ausführlich wie nur möglich hier machen. Ja, mein Name ist Magdalene Druckerin. Ich glaube nicht, dass wir uns je begegnet sind, da ich noch sehr jung war, als ihr Kirsau verlassen habt. Ah, wobei, den Klaus, den könnte sie kennen. Na komm, nee, wir halten das hier sehr ausführlich. Ihr kanntet meinen Vater. Er kaufte viele Bücher aus der Bibliothek, bevor dieses schreckliche Feuer alles zerstört hat. Ich schreibe euch, weil mein Vater und ich ein Wandbild im Rathaus von Tassing anfertigen. Es wird die Geschichte unserer Gemeinde und auch von Kirsau erzählen. Wir haben nur noch Legenden und Folklore, da natürlich alle Bücher von Kirsau im Feuer zerstört wurden. Ich hatte gehofft, ihr könntet uns etwas über die frühe Geschichte der Stadt erzählen, als die Römer hier waren. Wenn ihr etwas über die Anfänge der Abtei selbst wisst, würden wir das auch sehr gerne hören. Wir würden uns über jede Hilfe freuen, die ihr uns gewähren könnt, und hoffen, dass es euch gut geht. Oh, wow, Wall of Text, okay. Da müssen wir jetzt einmal hier Stück für Stück durchgehen. Mein Vater hat immer in den höchsten Tönen von euch gesprochen, besonders davon, wie ihr euch nach dem Brand um die Schwestern gekümmert habt. Ja, es klingt sehr höflich, sehr nett.
Mein Vater hat immer in den höchsten Tönen von euch gesprochen, besonders davon, wie ihr euch um die Bibliothek und ihre Bücher gekümmert habt. Mein Vater hat immer in den höchsten Tönen von eurer Frömmigkeit und eurem Intellekt gesprochen. Oh, Intellekt? Das zu loben ist natürlich schön, ja. Dürfte ich euch eine persönliche Frage stellen, war es schwer, nach so vielen Jahren hier nach Italien zurückzukehren? Nee, komm, wie sie sich um die Schwestern gekümmert hat. Ich denke, dass Gott segne euch ist hier schon das Höflichste, auch im Sinne, dass sie eine Äbtissin ist. Ich glaube, das ist hier dann angebrachter. Ich persönlich, aber ich bin ja geprägt auch von der heutigen Zeit. Ich würde jetzt entweder bleibt gesund oder nochmals vielen Dank sagen, weil, also vor allem in der Gegend, wo ich groß geworden bin, sagt man eigentlich nicht mehr, Gott segne euch. Deswegen, aber das ist ja mein heutiges Ich, ne? Wenn ich das jetzt hier auf die damalige Zeit hier sehe, ich glaube, das sollte hier angemessen sein. Magdalene. Ja, wir müssen den Brief jetzt ja noch zur Post bringen, oder machen wir das automatisch? Zu Bett gehen, ui. Wenn ich das Wandbild vor Weihnachten fertigstellen möchte, sollte ich morgen mit der Planung anfangen. Ich sollte ins Bett gehen und mich so gut wie möglich ausruhen. Es ist die Frage, ne? Lohnt es sich hier noch draußen herum zu erkunden? Ich glaube, wir können gerade nicht mehr raus. Nee, ja, okay. Also wir können jetzt nochmal nach unserem Papa gucken, aber ich glaube, das würde mich jetzt nur wieder traurig machen. Es ist spät, ich sollte mir etwas Ruhe gönnen. Na gut, ab ins Bett. Hoffentlich passiert jetzt nicht wieder was. Also das letzte zu Bett gehen war jetzt nicht so positiv. Sie hat auch richtig dieses dichte und lockige Haar wie die Mutter. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Aber deswegen, man sieht richtig, dass Magdalena ein Kind von, naja, ihrer Mutter und ihr und von Klaus ist. Warum vergeht so viel Zeit? Ah, Fräulein Druckerin, ich habe hier ein paar Briefe für euch. Boah, das ist ja, also da war Postbote ja ein richtig fancy Job, ey. Hui, 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 hui. Salva Guardia. Aha. Alles Gute weiterhin. Danke, mein Herr. Mutter Illuminata hat mir zurückgeschrieben. Hoffentlich hilft ihre Antwort mir mit dem Wandbild. Das finde ich hier schön umgesetzt hier. Okay, cool. Fräulein Druckerin, vielen Dank für euren Brief. Ich hoffe, ihr und euer Vater erhaltet diese Antwort bei guter Gesundheit. Oh, Klaus. Ich erinnere mich an euch beide. Euer Vater hat euch in den letzten Jahren unserer Bibliothek zwischen den Reihen hin und her getragen. Ich erinnere mich auch an eure verstorbene Mutter und euren Bruder. Gott sei ihrer Seelen gnädig. Wir hatten zwar einige Bücher über die Vergangenheit von Tassing, aber sie waren wahrscheinlich ebenso mythologisch wie das, was eure Nachbarn glauben. Dennoch erinnere ich mich, dass einer der Bauern, Tillmann Kreuzer, etwas über die Geschichte der Stadt gelesen hatte. Ich weiß, dass er während der Revolte gestorben ist, aber vielleicht weiß seine Familie, was er in Erfahrung gebracht hatte. Ich sollte auch sagen, dass es nicht stimmt, dass alle Bücher von Kiersau im Feuer zerstört wurden. Andreas Mahler konnte einige vor den Flammen retten. Gott schütze seine Seele. Nach dieser schrecklichen Nacht stand die Katalogisierung und Bewahrung der noch vorhandenen Bücher bei uns nicht ganz oben auf der Agenda. Dennoch hat dieses Thema eine Erinnerung in mir geweckt. Einige Jahre vor dem Brand gab es einen Todesfall in Kiersau, den Mord an Baron Rotvogel. Er hatte erwähnt, ein Exemplar der Historia Tassiae gefunden zu haben, einer umfassenden Chronik eurer Heimat. Ich hatte es bis jetzt vergessen, weil der Mord in den folgenden Tagen und Wochen alle unsere Gedanken beherrschte. Jetzt bin ich beruhigt, beunruhigt,
Nicht beruhigt, beunruhigt. Ganz, ganz wichtiger Unterschied. Jetzt bin ich beunruhigt, weil ich mich daran erinnere, dass der verstorbene Vater, Matthias, kurz vor seinem Tod ebenfalls in einem Exemplar der Historia Tassie gelesen hatte. Der Verbleib beider Bücher wurde nie geklärt. Sie waren vielleicht irgendwo in der Bibliothek versteckt und gingen mit allen anderen in Rauch auf. Vielleicht hat Prior Ferenc es dem Baron nach dem Mord abgenommen. Ferenc hatte natürlich ein Interesse an Büchern aller Art, aber in diesem Moment so zu handeln, ist schon merkwürdig. Andererseits weiß nur Gott, was er getan hat und warum. Michlaus Häberle, der Diener des Barons, glaubte, der stadtbekannte Dieb Martin Bauer hätte es gestohlen. Soweit ich weiß, wurde er in der Brandnacht zusammen mit dem Müller von der Menge getötet. Wenn er das Buch gestohlen hat, hat er dessen Aufenthaltsort mit ins Grab genommen. Falls noch jemand aus seiner Familie in Tassing lebt, solltet ihr dort nachfragen. Was die Historie der Abtei betrifft, fürchte ich, dass auch sie im Feuer verloren ging. Als Sakristan wusste Prior Mathieu jedoch sehr viel über dieses Thema. Ich habe keinen Kontakt zu ihm gehalten, aber ich weiß, dass er jetzt der Erzdiakon von Sitten ist. Er ist kein Benediktiner mehr, sondern benutzt seinen Familiennamen. Faucigny Saux? Wenn ihr ihm bald schreibt, erreicht der Brief ihn noch, bevor der Schnee das Wallis bedeckt. Bitte übermittelt eurem Vater meine besten Wünsche. Er war ein guter Freund der Abtei in ihren besseren Jahren. Trotz aller Gewalt hege ich keinen Groll gegenüber irgendjemanden aus Tassing. Ich bete, dass ihr seit dieser Nacht bessere Tage gesehen habt und dass Gott unsere vielen Fehler vergibt. Gott segne auch euch. Mutter Illuminata, Äbtissin von Santa Margherita. Oh, Esther hat mir auch geschrieben. Meine liebe Magda, meine Eltern haben sich gefreut, von deinem Vater zu hören. Bitte sag ihm, dass er das bald wiederholen soll. Apropos Drucken, deine Tinte wurde in der Tat gut angenommen. Ich habe mehrere Drucke damit angefertigt. Sie machen sich sehr gut an der Wand. Elisha hat begonnen, seine eigene Tinte aus Resten im ganzen Haus herzustellen, nachdem er deine gesehen hatte. Mutter war wütend, als er mehrere Pfennige dafür ausgab, auf dem Markt Lapis Lazuli zu finden. Er musste dafür die Böden schrubben. Hat 3 Tage gedauert. Ich bin froh, dass du beschäftigt bist, auch wenn dich das von einem Besuch abhält. Vater sagt, wir werden Platz für dich finden, wann immer du dich entscheidest, uns zu besuchen. Und wenn du das Geschäft in Tassing übernimmst, musst du deine Vorräte aus Prag holen. Wer weiß, vielleicht lernst du hier jemanden kennen. Ja, das wäre besser als die Alternative da mit dem Ötz zusammenzukommen. Den Ötz finde ich bisher so lala. Ich habe auch eine gute Partie gemacht. Vor der Ausweisung ist mir in der Synagoge ein gut aussehender Mann aufgefallen. Simund. Sein Vater ist Kaufmann. Und er ist Arzt. Er ist an die Universität von Padua gegangen. Ist das zu fassen? Ich würde ihn gerne heiraten, falls ich ihn wiederfinde. Wie auch immer, ich denke, du hättest sicher noch mehr Glück als ich. Alle jungen Männer würden eine schöne, blonde Künstlerin aus den Alpen umwerben. Bitte halte uns über das Wandbild deines Vaters auf dem Laufenden. Wir müssen es uns ansehen, wenn es fertig ist. Sei gesegnet. Esther. Oh, das waren aber jetzt schöne Briefe, hm? Ich muss Esther heute Abend zurückschreiben. Ich sollte nach Hause gehen und nach Papa sehen. Ah, ich dachte, jetzt könnten wir so langsam ein bisschen Sachen untersuchen. Aber nun gut. Hallo, Papa. Wie fühlst du dich? Ah, Magdalena. Aufrecht zu sitzen ist leider immer noch sehr anstrengend. Der Schwindel dreht mir den Magen um, also würde ich im Moment lieber nichts essen. Bist du sicher? Ich kann dir etwas Leichtes wie Milch oder Brühe bringen. Nein, nein, ich kann noch nichts bei mir behalten. Aber sag, wohin gehst du?
Ich muss heute mit dem ersten Teil des Wandbildes beginnen, der Frühgeschichte. Mutter Illuminata wusste nicht viel über die frühe Geschichte von Tassing, aber sie nannte mir ein paar Orte als erste Anlaufstellen. Ich werde den schwarzen Till fragen, ob sein Großvater ihm irgendwelche Geschichten erzählt hat. Ah, okay. Der schwarze Till. Illuminata meinte, er habe viel über die Römer gelesen. Mutter Illuminata, Magdalene. Ja, stimmt. Mutter Illuminata. Der junge Kreuzer hat diese Geschichten von Zeit zu Zeit erwähnt. Er kommt ab und zu vorbei, um sich Bücher auszuleihen. Meistens, wenn er eine interessante alte Ruine auf den Feldern gefunden hat, du könntest ihn danach fragen. Schade, dass der kranke Peter gestorben ist. Er wusste viel über die Anfänge von Tassing. Tja, das ist nicht zu ändern. Am Ende hat nichts gegen die Zeit Bestand. Deshalb ist das Wandbild so wichtig. Dann lebt unsere Geschichte etwas länger weiter. Ja, du hast natürlich recht. Ich bin froh, dass du die Arbeit weiterführst, Magdalene. Du könntest auch mit Adam sprechen. Der alte Köhler scheint mehr über die Vorgänge in den Wäldern rund um die Stadt zu wissen als sonst jemand. Außerdem ist er ein bekanntes Klatschmaul. Er war immer nett zu mir, wenn ich mit ihm geplaudert habe. Ich bin sicher, er weiß etwas über die Ruinen. Du hörst dabei bestimmt irgendetwas, das die Mühe lohnt. Ich werde mit ihm reden. Was ist mit den Ruinen oder der Mine? Ich kann nicht nur Bücher und Geschichten verwenden. Ich will erforschen, was auch immer von den Römern und der Zeit davor noch übrig ist. Die Salzmine und die römischen Ruinen sind die ältesten Teile von Tassing, also wäre es sinnvoll herauszufinden, was sie zurückgelassen haben. Ah, du kommst nach deiner Mutter. Sie hat immer gründlich recherchiert. Du hast immer gesagt, genau das zeichnet gute Künstler aus, Papa. Sei vorsichtig, ja? Ich weiß, dass die Zwillinge in der Nähe der Salzmine spielen, aber ich will nicht, dass du verletzt wirst. Ich weiß nicht, warum York sie nicht im Griff hat. Immer machen sie Ärger, diese beiden. Ah, der Zwillinge? Ach so, Apollo und Artemis. Oh, ja, okay. Ja, komm, ich würde hier ganz simpel. Mach dir keine Sorgen um mich, Papa. Ich werde vorsichtig sein. Gut, schließlich brauche ich dich noch eine Weile, um die Presse zu betreiben. Vergiss nicht deine anderen Aufgaben, während du durch die Stadt rennst. Alles klar? Wir haben einen Haushalt zu führen. Ja. Keine Sorge, ich werde alles erledigen. Das, mein Mädchen. Ich sollte gehen, wenn ich das heute alles schaffen will. Wir sehen uns später, Papa. Viel Glück, Magdalene. Jo, wir haben jetzt so viel, was wir untersuchen können. Also, ja, das ist die Frage, ne? Was wollen wir uns anschauen? Ah, ich warte erstmal, bis alles hier aufgeschrieben wird, einen Moment. Nee, das war's schon? Oh, okay, never mind. So. Okay. Wir sollen Mathieu schreiben. Mit dem Till reden. Mit dem Köhler reden. Ja, mit dem Buch schwierig. Die Familie von Martin Bauer. Ah, okay. Ja, theoretisch kann die Folge jetzt schon enden. Ich würde aber zumindest zu der verbliebenen Familie von Martin Bauer gehen. Ja. Brigitte, hallo. Magdalene, wie kommt ihr zurecht? Ja, ich muss die Arbeit an dem Wandbild fortsetzen. Bis Weihnachten ist noch sehr viel zu tun. Es wird bestimmt der Stolz von Tassing sein, wenn ihr fertig seid.
Ihr hattet schon immer das künstlerische Talent eurer Mutter. Und wie geht es eurem Vater? Ihr gehört zu den wenigen Leuten, die erst gefragt haben, wie es mir geht und dann nach meinem Vater. Ich weiß nicht. Das Problem ist, meint jetzt hier die Magdalene das positiv oder negativ? Weil ich persönlich... hab jetzt keine Ahnung, vielleicht ist es dir in dem Moment erstmal wichtiger, dass Leute sich nach dem Vater erkundigen, aber eigentlich häufig will man selber ja auch, dass man erstmal sich nach sich, das könnte jetzt positiv oder negativ sein, aber sein Verstand lässt nach, ich bete jeden Abend für ihn. Ich auch, der Herr weiß, was euer Vater für die Stadt bedeutet, und ihr. In gewisser Weise wurdet ihr nach der Revolte zu Jedermanns Tochter. Ich fühle mich eher wie ein Dorn im Auge aller, jetzt wo ich das Wandbild male. Ja, die Situation war wirklich uncool, ey. Der Rat will unbedingt dem Herrn gefallen. Es ist unschön, dass das auf eure Kosten geht, aber verübeln kann ich es ihnen nicht. Es ist ungerecht euch gegenüber, aber so ist es nun mal. Gott sei Dank hat der Doktor ein neues Leben begonnen. Ich denke, jetzt ist er der Aufgabe gewachsen und kann euren Vater heilen. Jemanden zu pflegen kann sehr beschwerlich sein, auch wenn ihr ihn liebt. Es ist in Ordnung, wenn ihr das als schwierig empfindet. Der Herr sieht euer Bemühen um euren Vater und bewundert es. Aber ich glaube, Gott wird deinen Vater retten, was der Doktor auch sagt. Wir brauchen ihn. Ja, ich möchte einmal hier auch anmerken, jeder, der irgendwie seine liebsten Menschen wirklich pflegt, aus welchem Grund auch immer, ob das jetzt dann die Eltern sind, die alt sind oder Großeltern oder ein Krankheitsfall, bla, tiefen Respekt. Also das ist, ich weiß, dass das viele Psyche abverlangen kann. Bei Gott, hoffentlich behaltet ihr recht. Ich bete um seine Barmherzigkeit. Ich weiß nicht, was ich mache, wenn er stirbt. Schon der Gedanke daran macht mich verrückt. Oh Mann, das ist alles so depressing. Ich wollt eine nicht-depressed-Folge, aber eigentlich haben wir diese Gedanken. Sollte das Schlimmste eintreten, werdet ihr nicht allein sein. Glaubt mir. Es mag sich so anfühlen, aber... Habt ihr darüber nachgedacht, was ihr macht, wenn euer Vater das Ganze nicht übersteht? Papa würde wollen, dass ich die Druckerpresse weiterhin betreibe. Das wäre ein Anblick. Seid ihr sicher, dass ihr damit umgehen könnt? Ihr müsstet sehr viel alleine bewältigen. Aber ihr seid ein gutes Mädchen, Magda. Jede Familie in Tassing würde euch gerne aufnehmen. Ihr habt jemanden im Sinn, nicht wahr? Oh Gott. Nein, nicht Ötz. Nee, nein, wir haben Ötz nicht im Sinne. Bestimmt nicht, versprochen. Was für ein bescheidenes Mädchen. Euer Vater hat euch gut erzogen. Ich meine natürlich Ötz. Er ist ungefähr so subtil wie sein Vater. Gott hab Otto selig. Ach, ich vermisse ihn. Ötz weiß nicht, was er will. An manchen Tagen bin ich erstaunt, dass er seine Hose selbst zuknöpfen kann. Ja, das finde ich gut. So wie Eva seine Nähe sucht, macht sie das vielleicht für ihn. Oh Gott. Bei Otto und Eva war es genauso. Wir alle wussten von Anfang an, dass er ihr gehörte. So wie Ötz dir zu gehören scheint. Naja, okay. Aber wenn daraus nichts wird, seid ihr in meiner Familie immer willkommen, Magda. Kraft ist ein netter Junge, der hart arbeitet. Er hat einen scharfen Verstand und kann für eine Familie sorgen. Boah, ich will jetzt hier nicht Partnerbörse spielen. Die Option, allein zu sein, haben wir hier doch bitte auch noch offen, ja? Also bevor wir uns an irgendeinen Idioten binden, dann doch lieber an keinen. Darf ich mir Kraft nochmal anschauen? Boah, nee, ich glaube, das war ein Idiot, oder? Bin ich sicher, ob wir ein gutes Paar wären?
Nicht jede Ehe beginnt auf einer soliden Grundlage, aber wenn ihr betet, arbeitet und auf den Herrn vertraut, stellt sich das mit der Zeit ein. Das sind tolle Aussichten, muss ich wirklich mal sagen. Glaubt mir. Habt ihr das so bei diesem Lügner Jobst gehalten, auf den Herrn vertraut? Oh Gott, wir wollen Informationen von ihr, deswegen, das können wir niemals sagen, auch wenn ich das ein bisschen wissen möchte. Vielleicht werde ich nie... Ich würde eher mit einer Frage entgegnen. Wenn es nicht funktioniert, wie könnt ihr dann sicher sein, dass ein Paar zusammengehört? Gott weiß es. Er bringt Menschen aus gutem Grund zusammen. Wir müssen das nicht verstehen. Wir müssen nur an die Vorsehung glauben. Aha. Jedenfalls sollte ich mich jetzt wieder der Hausarbeit widmen. Vergesst nicht, was ich gesagt habe. Was auch immer passiert, ihr seid in meinem Zuhause immer willkommen. Ja, ich habe eine Frage. Bevor ich es vergesse, ich hätte tatsächlich eine Frage zu einem alten Buch. Martin soll es dem Baron gestohlen haben, der vor Jahren getötet wurde. Wisst ihr, was damit passiert ist? Oh, ich hoffe, ich gerate deshalb nicht in Schwierigkeiten, aber ich habe es noch versteckt in einer Schublade. Oh ja, mein Gott, ja, gib's mir. Martin ließ es zurück, als er sich davon stahl. Warum habt ihr es behalten? Was hätte ich tun sollen? Der Baron wurde kurz darauf getötet und ich war im Besitz seines gestohlenen Buchs. Ich wollte nicht, dass Martin noch mehr Schwierigkeiten bekommt. Ich habe es allerdings nie gelesen. Ich kann nicht gut lesen. Kann ich es haben? Ich weiß nicht. Ich möchte es meinem Vater vorlesen, aber warum will ich das denn dann? Ich weiß nicht, ob die Lüge gut ist. Nein, ich brauche es als Referenz für das Wandbild. Aber wird sich nicht jeder fragen, woher ihr die Ideen hattet? Ich habe mit Leuten aus der ganzen Stadt gesprochen. Sie werden denken, dass die Ideen von ihnen stammen. Gut, in Ordnung. Oh, ich bin so froh, dass wir jetzt nicht gelogen haben und lügen mussten. Ja, okay, gut. Offen gesagt will ich nichts mehr damit zu tun haben. Es erinnert mich an schwierige Zeiten. Ein gestohlenes Buch eines toten Adligen in unserem Haus. Vielleicht hat es all die Jahre unsere Milch verdorben und unsere Eier umgedreht. Hier, bitte erzählt niemanden, dass ich es hatte. Ah, Historia Tassiae. Oh, auf Latein. Einige Wörter und Sätze verstehe ich. Heute Abend sehe ich es mir genauer an. Vielen Dank, Brigitta. Ihr wart eine große Hilfe. Ja. Natürlich, Magda. Alles Gute. Gott segne euch. Euch auch, Brigitta. Bis später. Yes. Das ist gut gelaufen. Ey, das... Also, entweder ist unsere liebe Magda charmanter als Andreas oder... Ich weiß nicht, aber das ist richtig gut gelaufen, ey. Uiuiui. Oh, die Hedi ist aber auch... Die ist auf jeden Fall älter geworden, ey. Ja. Ja, ich will die Folge beenden. Der Jörg. Weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich hier gerade rumlatsch. Und Endres hat sich keine Partnerin gesucht. Ha? Der ist wohl einsam geblieben. Zumindest sieht es so aus. Weiß ich jetzt nicht. Ist auch egal. Ich guck mal eben, ob der gespeichert hat. Vor 12 Sekunden. Ja, perfekt. Das ist immer so das Problem mit automatischen Speichern. Wenn das ausschließlich automatisches Speichern ist. Naja, egal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.